Recht herzlich willkommen zur 32. Folge von Planet Nomads. Es gab ein Update Version 0.7.8 und wir haben da ein neues Teil, und zwar, das ist so eine, wie heißt denn das Ding, Floating Foundation. Das ist so eine Plattform für auf dem Wasser, um da eine Basis zu bauen. Ja, weiß ich nicht. Muss man mal gucken, das ist neu, sonst so ein paar Bugfixes und so und keine Ahnung. Gut, wir brauchen jetzt aber hier für dieses Teil hier zwei elektrische Parts. Also müssen wir mal zu dem 3D-Drucker gehen. Ich glaube, draußen ist der, das elektrische Teil. Das kann man auf den kleinen Nothilfe 3D-Drucker machen. So, da ist es. Da zwei Stück und können auch mehr machen. Oh, vier Stück und das laufen. Wir nehmen zwei und die anderen zwei lassen wir dran. Okay, wir haben was zu essen. Wir müssen was essen. Zwei nehmen und dann gehen wir rüber wieder und bauen. Es fängt an zu regnen und bauen die Batteriezellenhalterung. Gut. Wieder zum Auto. So, jetzt können wir das fertig machen. Da ist es. Und verbinden wir dann mit dem Rad und mit dem Rad. Zwei und das Licht, das sollte reichen, sonst braucht das auch mehr Saft, ne? Allrad ist teurer wie, ne? Heckantrieb. Kriegen wir das jetzt? Ach, Switch Light, okay. Geht das jetzt? Ich weiß nicht. Und dann gehen wir zurück und gucken wir da rein, und dann müssen wir hier diese Zellen da reinbauen. Das viel zu run. Ja, ist klar. Ohne Saft geht nichts, ne? 70 Watt brauchen wir wohl und 100 Watt bringt die oder so? Keine Ahnung. Sieht wohl so aus. Also, die müssen wir irgendwo bauen. Ich denke mal, das ist im 3D-Drucker oder so. Hier haben wir die ja nicht. Im Container haben wir eine Batterie, aber das war, glaube ich, eine andere, ne? Oder? Die sah etwas anders aus, ne? Das war so eine viereckige, glaube ich, ne? Gucken wir gerade mal. Ja, das ist was anderes. Gut. Das ist nur fürs Werkzeug und für irgendwie Verteidigungsanzug oder so. Gucken wir da mal rein. Kann man da was bauen? Nein. Da sieht es nicht so aus. Dann wird es drinnen sein. Da gucken wir mal drinnen im Haus, was der kann. Da müsste es eigentlich dran sein dann, oder? So, der hier. Da ist die Batterie. Die Klamotten müssen wir erst bauen. Mal drei Stück davon. Davon brauchen wir dann auch drei. Gut, läuft. Okay. Das läuft. Ach so. Die Batterie selber müssen wir auch noch auswählen. Sonst würde die nicht fertig gemacht werden, ne? Aber das ist ja in der Warteschlange. Gut, da können wir noch was essen. Und während das hier läuft, könnten wir eigentlich noch mehr Essen machen, ne? Genau. Gehen wir mal hier hin. Gut, das machen wir. Oh, kann man nicht so viel machen. Ja, wir können noch was rüberpacken. 3, 4, 5. Bauen wir die 5. Ja. Durstig, trinken wir noch was. Und essen können wir auch noch was. Sollte klappen, ne? Da ist wieder einer fertig.
Und nächsten. Geht er von da. 39 haben wir jetzt. Ein bisschen steigern. Zwei da. Da. Gut. Die nehmen wir mit. Der eine, der noch gemacht wird, das ist wieder der Reserve. Gut. Jetzt holen wir hier noch die Batterien raus. Da sind sie. Und raus hier zum Fahrzeug hin und dann gucken wir, dass wir die da einbauen, ne? Da sind sie, da rein und läuft. 2,5 Stunden läuft die jetzt. Nochmal, warte mal. Das läuft die ganze Zeit, obwohl wir nicht fahren. Das bringt uns ja auch nicht so sehr weiter, ne? Dann C und da aus. Jetzt müsste es vorbei sein, oder? Falsche Taste. Da läuft es nicht mehr dann. Okay. Das ist auch gut so. Da müssen wir nur aufpassen, dass wir das nicht laufen lassen, während wir irgendwas anderes machen, ne? Ich glaube, die nehmen wir raus, damit die nicht nachher automatisch da leer laufen, wenn wir das mal vergessen sollten. Gut. Ja. Das war's jetzt, ne? Jetzt könnten wir eigentlich losfahren, oder? Mach die Kiste nochmal an und dann... Ne, umbenennen wollen wir es nicht, sondern einsteigen und dann können wir fahren. Jetzt können wir fahren, oder? Ja. Der federt total stark, da müssen wir noch was dran machen. Und lenken tut er auch ganz schlecht. Warum fährt denn der so komisch? Ah, der geht nach rechts, der geht nach links. Und dann geht er nach innen. Okay, da müssen wir irgendwas ändern. So, erstmal ausmachen, damit die Batterie nicht leer läuft. Dann müssen wir einmal hier die Steuerung ändern. Komm schon. Setup-Besitz-Ding. Okay. Entschuldigung. Okay, das haben wir gemacht. Ich hoffe, das ist richtig. Gehen wir mal gerade checken. Geht das auch ohne Einschalten? Linksrum. Linksrum passt. Alles klar. Und rechts, rechts. Ja, super, passt. Oh, der fährt schon alleine. Bleibt jetzt aber wieder stehen. Handbremse gibt es wohl nicht, ne? So, jetzt müssen wir noch die Federung ändern. Moderate. High Pressure, gut. Und hier das gleiche. Was haben wir jetzt? Jetzt nochmal einen, dann nochmal High Pressure. Andere Seite. Da. Moderate. High. Okay, und da hinten geht auch. Moderate. High Pressure. So, jetzt sollte er vernünftig fahren. So. So, ich glaube, jetzt müsste das alles richtig sein. Lenkung passt, ne? Jetzt müssen wir ihn erst wieder einschalten. Können wir uns nicht umdrehen, dass wir von hier aus das starten, ne? Ne, leider nicht. Gut. Dann müssen wir erst raus. Einschalten und geht, ne? Enter und los. Jetzt fährt er. Ja, macht einen besseren Eindruck. Es ist allerdings relativ zügig, wie der fährt. Auf jeden Fall kriegen wir unsere Rohstoffe jetzt schneller. Oh, schon am Baum hängen geblieben.
Okay. Gucken wir, dass wir hier mal hochkommen. Schauen wir mal auf der anderen Seite von der Insel oder was das auch immer ist. Jetzt sind wir oben? Nein, noch nicht ganz, oder? Fährt aber. Ja, komfortabel ist das nicht, fährt aber. Gucken wir da, was da ist. Tja, ist dunkel, ne? Ich glaube, Wasser ist da links. Nicht die beste Zeit zum durch die Gegend fahren, ne? Naja. Gucken wir mal weiter. Tja. Man kann hier nichts sehen, ne? Fahren wir ein Stück weiter runter. Man rollt von alleine den Berg runter, die Physik funktioniert, ne? Da ist was. Na, lass uns hier mal rüber. Tja. Können wir irgendwo stehen bleiben? Die fahren auch einfach runter jetzt, ne? Da ist was, oder? Das ist ein Stein. Gut, aber wir brauchen eine Parkmöglichkeit. Jetzt hängen wir wieder am Baum. Können wir hier stehen bleiben? Nein, der rutscht rum. Wo können wir denn jetzt parken, ey? My sensors show you are slightly thirsty. Da ist ein Stein. Wir brauchen noch was zu trinken. Er rutscht hier runter. Komisch. Wo bleiben wir stehen, das ist die Frage. Also, ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass wir so irgendwie an so einem Baum hängen und dann bleiben wir stehen. Kriegen wir das hin? Ich mach grad nix und der rollt doch noch weiter, ne? Oh, jetzt steht er. Okay, jetzt können wir aussteigen. Dann gucken wir mal, dass wir den Stein, den wir da eben irgendwo gesehen haben, kriegen, oder? War das da? Keine Ahnung. Da ist ein Stein, auf jeden Fall. Dann bauen wir den mal gerade ab. Okay. Okay, jetzt muss natürlich die Batterie wieder überladen oder die Waffe überhitzt. Klappt richtig schlecht, ne? Dann nehmen wir Biomasse mit. Kriegen wir ja. Ist das? Ah, warte mal, da waren noch diese Bienen drin, oder? Machen wir mal einen Bogen drum. Okay. Was ist das? Wurzeln oder so, ne? Biomasse. Da dann auch. Fängt er wieder an zu regnen. Oh, da sind Viecher. Lass uns schnell zurück zum Auto. Wo ist das Auto? Kann man das sehen? Ah, da.
Kommen die noch? Nee, kommen nicht. Gut. Gucken wir, ob wir hier noch irgendwo Mineralien haben. Ja. Na, fahren wir zurück. Rein hier. Ja, das ist jetzt hier schwierig wegzukommen, ne? Doch, jetzt geht's. Gut, dann lass uns mal da wieder hochfahren. Und da suchen wir uns einen Platz, wo wir erstmal stehen bleiben können, ne? Was ist denn hier? Hier sieht so aus, als ob hier irgendeine Ressource drunter liegt, ne? Müssen wir mal gucken, oder? Bleibt der Wagen jetzt hier stehen? Er rutscht noch. Das ist total schlecht mit dem Rutschen. Da sind irgendwelche Viecher. Hier steht er jetzt aber. Gut, dann gehen wir hier gerade raus. Dann gucken wir nach der Fläche. So, gucken wir mal. Da ist was drin, oder? Ja. Hier kriegen wir Mineralien. Gut, okay. Aber für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.